Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf dem Arsch. Wir werden weitermachen mit Holz, und zwar Stoppenfräsen. Aber keine Sorge, wir werden jetzt die Geschwindigkeit auf 30 hochdrehen. Da wir nachts haben und tagsüber viel auf Eis gespielt haben, können wir nachts dafür ein bisschen mehr Gas geben. So, das heißt, das Gerät aktivieren und starten. Weil die Zeit müssen wir jetzt überbrücken, die Nacht. Mit 30 geht es ziemlich schnell. Um 0 Uhr mal schauen, wo die Tiere machen. Ob wir da kurzfristig eingreifen müssen, wegen Füttern oder so. Mal können wir gleich nachschauen. Ne? Wir haben jetzt hier Winter. Man könnte noch ernten, theoretisch, aber das würde allgemein nicht funktionieren. Also kann jeder erschmatzen. Im Winter wird nicht geerntet. So, guck mal an, Stall Nummer 1, 90, Futter, morgen früh, wie gesagt, morgen früh, da haben wir kräftig vermehrt. Und Kühe, ja, passt noch. Der hat keine Pumpe. Der Pumpe. Pumpe deswegen, um im Fall des Falles noch mal Wasser zu haben über die Pumpe. Ansonsten wird man früh versorgt. Morgen früh, denke ich mal, wird es reichen. Allemal. Und kein Grund zur Panik, ne? Halt in Nacht müssen wir halt für die Runden kriegen, ne? Den kriegen wir nicht, oder schlecht. Hat auch vorne kein Licht. Ich werde mal ganz kurz das Ding mal tauschen. So. Und zwar von hinten nach vorne. Streng. B, was gewesen, wir tauschen können. So. Dann werden wir vorne das Gewicht abbauen. Das Gewicht aber hinten hinnehmen. Einfach ein Grund, weil sonst würden wir suchen nachher das Gewicht. Und bleibt hier am Ende liegen. So haben wir das bei mir am Fahrzeug. Ich glaube, wir haben vorne mehr Licht. Und ich muss keine Stumpen fräsen. Nein, nein, ist schon vom Licht her besser als vorne. Die Stunden müssen ja gemacht werden, nützt ja alle nichts. Also leider. Ja, die verrotten nicht, ne? Vielleicht gibt es bei ihm eine Erweiterung, wo die das Prinzip war ein bisschen besser als hinten, wo das ist ähnlich, kann man sagen. Ne? Nicht das besser, also wir haben hier besseres Licht. Formgerät, kein Schatten. Ist schon ein bisschen besser. Wir haben nur Bäume neu gepflanzt, 200 Stück. Insgesamt 400. Jedes Jahr 200 Stück, da kommen wir gut hin. Denke ich mal. Nur den alten Kurs löschen. Brauchen wir ja nicht, ne? Da wird schon Kälte. Ob wir heute Nacht den Schnee kriegen? Nö, minus 4. Also, dann haben wir gut. Schnee kriegen ist ein Fluss. Schneeregen, aber so. Nur Trockenfrost. Ja, Trockenfrost ist nicht gut. Aber solange nur minus 4 sind, geht's. Und minus 10 wird es ja gefährlich, dass so ein ganz gefährlicher Frost und kein Schnee liegt. Ne? Bin ich gespannt, was ihr um 0 Uhr an Geld kriegt für BGH und so. Ne? BGH hat dann ein bisschen was gekriegt.
Einmal Rübenpflanze und einmal Silage. Wir könnten halt mal sehen, dass wir eine Fuhre Rübenpflanze hinfahren. Am Hof müssten wir den LKW stehen haben. Denn ich hatte ja hier. Ja, den haben wir da vorne. Zwar in der Halle. Vorm Tankwagen. So. Machen wir Licht an. Dann schauen wir noch zur Zeit hinkommen, ne? Dann nehmen wir den beiden blauen Anhänger nehmen. Sollten alle Fahrzeuge gewartet und repariert sein. Und der eine LKW nicht, den ich jetzt aktuell hatte. Mit Holz aufgeladen. Beziehungsweise Paletten. Sollte kein Problem sein. So, jetzt fahren wir ganz schnell zu Rübenfuzzi. Der uns alles schön klein macht. Ach, Kühe. Ja, Futter geht morgen früh. Und morgen früh, wenn wir den Mist hinbringen, da ist der Stroh, Anhänger. Wir hätten auch noch warten können, ne? Ja. Stroh und Futter. Oh, das war dunkel. Tracking ist ein bisschen komischer. Hab hier nicht eingestellt, ne? Hat er wieder nicht gemacht, der Bursche. Ah. Das ist ja ungünstig, ne? Das war ganz schön. Muss ein bisschen justieren, dann geht das. Ja, gut. Nur so machen, ne? Das ist doch schlecht. Vorbeigefahren. Ah, das kriegen wir schon hin. Irgendwie kriegen wir schon hin. Da müssen wir wieder ranfahren. Wer packt denn hier? Wenn ich fertig gemacht die Arbeit. Zuckerrüben sind alle, das ist eigentlich ganz gut. Sind wir nicht schlecht? Wir haben jetzt einen Kürzel da. Naja, dann sehen wir es auch. Reichlich. Ja, daneben, daneben, daneben. Okay. Geht ja rein, ne? Hat der Diesel gerade so gereicht. Ja, den können wir auch noch selber herstellen, ne? Aber ich denke mal, das wird wir erstmal sehen, dass wir für Schweine das Fleisch verarbeiten können und dann eher so einer am anderen, ne? Aber Diesel kann man sicherlich gut gebrauchen. Wir haben auch noch Raps auf Lager, also wäre theoretisch noch was möglich, ne? Aber mal schauen, wir müssen mal Geld sehen, 0 Uhr. Das ist jetzt gerade günstig mit Rübenpflanze, weil jetzt BGH viel verbraucht. Aber warten wir hin, ne? Kriegen wir fast alles raus. Fast. Also, einmal können wir noch fahren. Und dann ist das Zeug irgendwie alle. Und verwertet zu Geld. Geld für Verwertung. Immer gut. Anderweitig können wir noch nicht verwenden. Könnten noch nicht, aber vielleicht kriegen wir irgendwann eine Stick gebaut, eine Zuckerfabrik. Und dann können wir da entsprechend als Abfallprodukt auch Rübenpflanze verwenden. Ne? Geht ja alles. So. Auf geht's zur
zum BGH. Fahren wir zur Straße. Dann haben sie ja weit. Die BGH hat auch noch ein Licht gebaut. Gebaut worden. Vor kurzem erst. Weil ich das Tor nicht gefunden habe. Wird ein bisschen mehr Licht gebaut. Torbereich vor allen Dingen. Ja, in dem Bereich, wo wir gerade durchfahren. Und jetzt haben wir schon Minus gerade, also Minus 0. Da gleich hinterher. Wir dürfen noch nicht aber jetzt können wir noch nicht gut reinkippen, verbraucht entsprechend auch. Also wenn wir jetzt ja, mehr Licht haben wir hier nicht. Machen wir da mal Licht hier. Das ist ja hier. Natürlich die andere Richtung, ne? So. Was sagst du denn? Da haben wir doch ein bisschen verdient, ne? Also, naja, verdient in Anführungszeichen dann ein bisschen. Hier ist es nur ein bisschen, naja, verzwickt ist es nicht, aber wir müssen natürlich so sehen, dass wir nach Möglichkeit keine Silage in Anhänger kippen, ne? Solange da Rüben drinnen sind, ist es nicht so schlimm, aber dann geht es nicht da rein, aber voll. Naja, weil bei 30 geht doch was weg, ne? Kommt natürlich. Natürlich die Lage mal kurz ausmachen, aber die letzten 14.000 noch verarbeiten können, ne? 10.000. Weil die BGH verarbeitet jetzt sehr schnell, weil ich halt sehr, sehr schnell Geschwindigkeit habe. Und da geht doch was weg, ne? War die Silage alle? Tatsächlich. Motor starten erst, natürlich, ne, natürlich, ne. Ich mein guter Konto hat's. Kriegen wir das Geld hat nächsten Mal, ne? Ist auch nicht das Problem. Ist ja auch nicht so dramatisch. Ein bisschen weniger gibt, ne? Gibt schon nächstes Mal ein bisschen mehr. Da wird eh nicht ganze Jahre nicht reichen, also von daher ist das okay. So. Hier ist das so, man dürfen nicht da reinfahren, sonst haben wir das Lage im Anhänger. Das wäre gar nicht gut. Würde uns ja gut, müsste wieder abkippen, ne? So, fahren wir hier die Runde. Und schauen wir auf die Uhr. Die nächste Ladung schaffen wir jetzt nicht, aber halt im Rohr halt, ne? Ist ja auch okay. Können wir gleich mal für die Schweine versorgen. Ja, und dann nachher im Hellen halt wieder Holz. Ne? Das sind halt die Winterarbeiten, die man im Winter machen kann. Ne? Schweine füttern und natürlich auch die Kühe. Und natürlich, wir müssen Holz machen, weil im Winter geht es halt nur. Ne? Das ist jahreszeitbedingt, dass wir im Winter Holz machen. Holz fällen. Gepflanzt haben wir schon.
Würde ja bald bei Minusgraden meckern. Wenn der Boden gefroren ist, ist es klar, ist ungünstig, ne? Na, kriegen wir noch was raus. Kriegen wir heute noch leer. Dann können wir bald morgen so 56, 57, 58, 59 und Monetos. BGA zusammen fast 300.000. Kreditzinsen. Fast 400.000. Das heißt, sie müssen dringend von der Schulden runter. Also. Gehen wir gleich. Das ist ganz wichtig. Also 400.000 ist schon heftig. Hat er sich da verdruckt? So lange schon Schulden gehabt. Dann müssen wir aber runter bei den Zinsen, also mit dem Geld. Tausend Zinsen. Na, das kann schon ein Bankrott bedeuten, ne, auf Dauer, ne? Dann müssen wir was gegensteuern. Bin nicht drin am Trigger, ne? Ja, BGH, nicht viel Geld mehr bringen. Na gut, ja, 20.000, 2.000, ja, bis morgen früh. Also nächstes Mal nochmal 200.000. Die andere BGH hat auch noch ein bisschen was verdienen können. Ja, 300.000 sind hier sicherlich nochmal möglich, rein theoretisch. Bier verkaufen. Aber wie gesagt, wir müssen die Schweine versorgen. Die Schweine, das muss, naja, es wäre günstig, wenn wir da im Prinzip wegen Schlachten, ne? Also wir müssen die Tiere, ja, nicht entsorgen, aber halt verarbeiten, sonst werden nicht so viel, ne? Also geht nicht. Also müssen wir Schlachtraum bauen, nutzt auch nichts. Wo das Geld reicht dafür noch nicht, wollen wir das Bier verkaufen, ne? Bier verkaufen ist das eine und Verpackung. Paletten. Natürlich muss die BGH betrieben werden, ne? Also ist ja klar, dass die jetzt nochmal kräftig Rübenschnitzel kriegt, ne? Also ja, und dann sehen wir weiter. Das muss schon runtergehen, ne? Sonst geht er nicht durchfahren, ne? So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Seid mal tschüss und wegen Linke, ciao, ciao. Ja, es geht morgen, also heute, weiter mit Tiere füttern. Geht ja gleich los und gut, dann haben wir auch leer. Dann fahren wir mal gleich hin zum unseren Malzfabrik und holen wir das Tierfutter für die Schweine. Dann brauchen wir da nichts kaufen. Und solange es so dunkel ist, werden wir auf 30 weiterfahren und dann morgen früh gegen 8 und 9 gehen wir runter auf 5 und dann schauen wir den Tag. Also ich beginne mit Füttern der Tiere, Schweine und so. Und dann sehen wir weiter. Schweine, Kühe, füttern, Stroh geben. Wasser. Und hier ist die Maschine leise, ne? Oh, da liegt aber daran, dass die Maschinen unterschiedlich laut sind. An die Anzeige gucken für die
Oh, so liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Bis dann noch, tschüss und ciao, ciao. Winke, winke, bis dann. Tschüss.